Die Frage, die mich am häufigsten erreicht, ist, wie geht innerer Frieden? Du sprichst immer von stabilem inneren Frieden oder einem unberührbaren inneren Frieden. Und egal, was ich tue, egal ob Meditation, Therapie, Achtsamkeitsübungen, Beschäftigung mit Zen-Buddhismus, mit allem christlicher Weg, zunehmen, abnehmen, Körpertherapie, Traumatherapie, alles, Bilder malen, Musik machen, Extremsportarten machen, alles. Nichts bringt irgendwas. Alles ist kurzzeitig mal schön oder kurzzeitig gibt es eine gewisse Besserung, aber auf Dauer gesehen bringt überhaupt nichts. Und immer gibt es diese innere Stimme, die da sagt, der jetzige Moment müsste anders sein. Oder ich müsste anders sein. Oder beides. Wobei, wir hatten in einem der anderen Videos natürlich auch schon die Beleuchtung von, was ist eigentlich ich und was ist der jetzige Moment? Gibt es da eine Trennung? Wenn ja, wo? Wo gibt es innen und außen? Aber gut, bleiben wir bei dem Thema innerer Frieden. Wenn wir uns dieses Ich-Konstrukt mal angucken, dieser Gedanke, der in Kindheit scheinbar einzieht in so ein Körpergeist-Ding und damit dieses ganze Spiel erst schafft, dieses Nominale, dann entsteht er durch diesen Es-gibt-mich-Gedanken, ich bin dieser Körper, ich bin das, was hier sitzt, entsteht ja die Trennung zwischen mir und der Welt. Dann merke ich, ich sitze auf einem Stein, ich sehe das Wasser, ich höre das Wellenrauschen und das Flugzeug. Dann gibt es diese isolierte, getrennte Existenz. Und dadurch entsteht so eine Suche, ganz einfach ausgedrückt, wieder eine Suche nach Vollkommenheit, eine Suche nach Ganzheit. Und auf diesem Suchensweg wird eben alles Mögliche versucht. Ihr sagt das Wort schon, ne? Versucht. Geht eigentlich immer am Ziel vorbei. Das heißt, dann wird versucht, erstmal die innere Leere zu füllen, dann wird, oder die sich von der abzulenken, dann wird versucht, irgendwie weltlich das Glück zu finden, partnerschaftlich, beruflich, freizeitmäßig irgendwie erfolgreich und glücklich zu werden. Und alles funktioniert nicht. Und erst wenn all diese Wege beschritten wurden scheinbar und dieser Weg nach innen anfängt, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, also scheinbar mit dem, was bin ich denn? Ja, dann kommen erst noch so ein paar, wenn wir so nennen wollen, kleiner, Umwege kann man nicht wirklich sagen, weil alles dient ja diesem einen Zweck, wenn wir es so nennen wollen. Auch wenn es überhaupt keinen Zweck und keinen Weg gibt, aber es scheint ja so. Also diese Umwege in Form von langer Psychotherapie, Traumatherapie, energetische Heilmethoden, Heilungsversuche, Bewusstseinserweiterungsversuche, ob nun mit illegalen Drogen oder Pflanzenmedizin oder Trommel-Sessions, Tanzen, Yoga, Meditation, alles, das volle Programm. Und alles ist immer schön für den Moment. Es fühlt sich dann im Laufe der Zeit etwas freier an, etwas liebevoller. Ach, wir sind alle eins, wir fühlen uns so verbunden. Aber irgendwann ist auch das bunteste und ach so verbundenste Yoga-Festival oder das schamanische Retreat-Wochenende mit Ayahuasca-Zeremonie und achtsamen Reden im Talking Circle und gemeinsam sitzen in der Schwitzhütte und sich gegenseitig bekunden, dass man doch richtig und gut ist. Irgendwann ist das alles wieder vorbei und dann sitzt man wieder am Sonntagabend zu Hause, muss Montagabend arbeiten. Je nach Job. Montag früh arbeiten. Oder man kommt nach Hause und da liegt der, Brief vom Steuerberater, der sagt, so geht's nicht. Oder was auch immer sei. Also alles, was man so weltlich machen kann, ist immer nur auf Zeit. Und
dadurch ist die Suche nach diesem Frieden immer aktiv. Weil ich will diese Stille, ich will diese Ruhe. Es zieht mich dahin, wobei ich überhaupt nicht weiß, wo es mich genau hinzieht. Aber irgendwie ist da so eine Sehnsucht nach, ich weiß, da ist irgendwas. Ganz oft völlig ungerichtet. Irgendeine Suche, wie so ein Dementer, der sein Zimmer sucht. Nein, ist Spaß. Kann man nicht vergleichen. Und diejenigen, die schon ein paar Videos gesehen haben, wissen ja, ich spreche oft vom Cosmic Joke. Ist ja das, wie man das, was wir hier alle machen, oder das, was man Leben nennt oder so, wie man das gerne bezeichnet. Weil diese Trennung, dieser Ich-Gedanke, dieses Ding, was denkt, ich sitze hier und ich muss besser und liebevoller werden, das ist ja nur eine Vorstellung. Gibt so Begriffe wie Lila, das Spiel Gottes, wo illusorisch Getrenntheit gespielt wird, geträumt wird und in dieser Getrenntheit alles erlebt werden kann, was schmerzt, sorgt, leiden lässt, verzweifeln lässt, überraschen lässt. Und in Wahrheit passiert eigentlich, ohne eigentlich, überhaupt nichts. Weil dieser Ich-Gedanke, der in Kindheit in diesen Körper so Einzug hält, wenn das Begreifen stattfindet, ist ja nur ein Gedanke. Da ist ja nicht wirklich irgendetwas, was entsteht. Nur dieser Glaube daran, dieser Glaube, es gibt mich und ich muss eigenständig was tun, damit es mir besser geht. Beziehungsweise, damit ich sowas wie Glück und Frieden empfinde. Das ist der einzige Cosmic Joke, weil unterm Strich gibt es keine Aufgabe, keinen Sinn, keinen Grund, kein Ziel, nichts zu erreichen, nichts zu tun, nichts zu verstehen, nichts zu verbessern, einfach gar nichts. Wenn klar ist, dass dieser Ich-Gedanke nur ein Gedanke ist, dann hat es sowas wie diese Trennung niemals gegeben. Rückwirkend betrachtet. Wobei dann ja noch nicht wirklich jemand mehr betrachtet, weil alles betrachten, alles über irgendwas reden, alles verstehen, geht ja immer nur in Verbindung mit einer illusorischen Person, die denkt, ich bin hier, du bist da und das könnte ich verstehen. In dem Moment, wo aber dieses Persönliche, diese Person als fake erkannt wird, nicht als schlecht oder negativ oder irgendwie so, sondern nee, das ist schon, es hat alles seine absolute Richtigkeit. Aber es ist einfach mal nicht wahr. In dem Moment, wo diese Trennung, diese Scheinbare, sich auflöst wie das Wasser in irgendeiner Oase in der Wüste, wie so eine Fata Morgana, wo ja vorher nicht wirklich Wasser da war, was dann verschwindet, was sich auflöst, sondern wo klar ist, da war nie Wasser. Es war nur eine Sinnestäuschung. Wenn sich dieser Ich-Gedanke genauso wie diese Wespe hier gerade auflöst, dann ist plötzlich dieser Frieden da. Aber dieser Frieden, der hat nichts mit irgendwelchen scheinbaren Lebensumständen zu tun, mit dem, was sich hier so in diesem Rollenspiel abspielt. Dieser Frieden ist kein wahrnehmbarer Frieden. Das ist kein Frieden, den man spüren kann, den man fühlen kann, in dem man sich verbunden fühlt, liebevoll fühlt, achtsam fühlt. Ich nutze dazu mal gerne das Wort traumloser Tiefschlaf, um so eine, ansatzweise Vorstellung davon zu haben. Wovon wird eigentlich immer gesprochen im Satsang oder bei irgendwelchen Non-Duality-Talks oder so. Dieser Frieden braucht noch nicht mal das Wort Frieden, weil als Beispiel, wenn man im Bett liegt, schläft und nicht träumt,
Da ist noch nicht mal Frieden. Da ist pure Glückseligkeit, ohne glückselig sein zu müssen. Da ist alles schick, ohne schick sein zu müssen. Es ist noch nicht mal ist, da ist kein ist. Und das, was ich traumloser Tiefschlaf nenne, ist ja ein Synonym für dich, für das, was du eigentlich bist. Ja, sei still, wisse, ich bin Gott. Und sei still bedeutet, dem Verstand keine Regung zu erlauben, wenn man es so nennen will. Weil jeder Hauch von Wahrnehmung, wie auch immer geartet, ist schon verstandesgemäße Bewegung. Weil wenn irgendetwas wahrgenommen werden kann, läuft dieser innere Prozess, wenn wir es so nennen wollen, ab, dass irgendwas durch die Sinneskanäle reinkommt, vom Verstand irgendwie erinnert, verglichen wird, kategorisiert wird, kenne ich das nicht. Und dann gibt es irgendein Wort und ein Bild, irgendeine bildliche Vorstellung, irgendeine emotionale Komponente dazu, von wegen passt mir nicht. Und so sitzt man dann auf so einem Stein und sagt, scheiße, der Stein ist scheiße, ist hart, ist unbequem, ich würde gerne irgendwo anders sitzen. Aber dann kommt der Yoga-Gedanke und sagt, nein, aushalten, sitzen, atmen. Also so beginnt dieses ganze Verstandesspiel wieder. Und es geht so reflexartig, das ist, als wenn man jemanden einen Ball zuschmeißt und automatisch die Arme hochgehen und ne, zack, versucht, den Ball zu fangen. So, wenn der Verstand keine Regung bringt, wenn der sich kein Stück bewegt, dann ist dieser Frieden, das, was du bist, einfach da, obwohl oder trotzdem oder wie auch immer, dieses ganze Spiel scheinbar weiterläuft. Also das Gefühl, Stein ist hart, Sonne brennt, Wasser rauscht, im Hintergrund Flugzeuge oder Hubschrauber. Und gleichzeitig ist diese Stille, die keine wirkliche Stille ist, sondern Stille heißt ja Abwesenheit von Geräuschen. Stille hier heißt Abwesenheit von Wahrnehmung. Dass zwar über die Augen, Ohren und so weiter überall alle möglichen Informationen reinkommen, laute und nicht so laute, aber gleichzeitig und nicht nur gleichzeitig, sondern untrennbar davon, ist innen drin diese Stille, dieser Tiefschlaf. Manche sagen so, es kommt eine Ebene dazu. Ich würde nicht sagen, dass da eine Ebene dazu kommt, weil das würde ja bedeuten, da existiert schon irgendwas. Aber so aus menschlicher Sicht könnte man sagen, dass da so eine Ebene darunter, darüber, dahinter, wie auch immer, sich öffnet, aus der diese Wahrnehmung stattfindet. Aber das ist keine wirkliche Ebene, weil die ist nicht spürbar, die ist nicht fühlbar, die ist nicht greifbar, begreifbar. Aber wenn klar ist, dass das ist, was ich bin, und Mario nichts anderes ist als so ein Stein, der hier rumliegt, oder als ein Hubschrauber, der hier gerade Krach gemacht hat. Das alles nur, wie ich immer so sage, noumenale Phänomene sind. Ich habe bis jetzt noch kein besseres, passenderes Wort dafür gefunden, für das, was man nicht beschreiben kann. Noumenal, ein Gedankending. Ja, dadurch, dass ich ihm ein Wort verpasse, eine Bezeichnung und ich drüber reden kann, dadurch hole ich es in Existenz, aber eigentlich ist überhaupt nichts da. Und jetzt kannst du hier deinen Namen einsetzen,
Das ist ein Numenon. Das ist ein numenales Phänomen. Ein Gedankending. Etwas, was durch Vorstellungskraft und wörtliche Benennung oder umgekehrt, erstes Wort, dann die ganze Geschichte drumherum, irgendwann, ja, jetzt wird schon wieder eng, man kann nicht ja sagen, entstanden ist. Aber das ist ja gerade der Joke, das ist ja gerade Lila, das ist ja gerade das Spiel. Dass da niemals irgendetwas entstanden ist, auch wenn es sich so anfühlt, als wenn der Stein hier hart ist. Oder als ob in deinem Leben die verrücktesten, blödesten, tollsten Sachen passiert sind. Wenn der Gedanke darauf fällt, wer oder was ist ich, wo ist dieses Ich fühlbar, spürbar, ist es so, als ob der Tropfen zurück ins Meer fällt. Und dann ist Frieden ohne, dass Frieden sein muss. Und paradoxerweise ist auch dann Frieden, wenn jemand das noch nicht klar ist. Wenn er noch denkt, Mensch zu sein und im Leiden zu sein und ja, sich verbessern zu wollen, auf den nächsten Moment zu hoffen, dass der besser ist als der jetzt hier. Selbst dann ist eigentlich immer Frieden. Weil dieses ganze Kriegsspiel, dieses ich will was kriegen, ich brauche was, findet ja nur gedanklich statt. Und dieses Stattfinden passiert auf der Basis von diesem unendlichen, unbedingten Frieden. Und nochmal, Frieden ist ein anderes Wort für das, was du bist. Für dieses stille, leere, unwahrnehmbare, bezeugende Bewusstsein, wie wir es auch immer bezeichnen wollen, was einfach alles erfährt, was aber nicht durch die Augen des Mario alles erfährt, sondern was durch alle Augen, die nur vorstellbar sind, zur gleichen Zeit alles erfährt. Also es gibt nicht den Mario mit dem Bewusstsein und dich mit dem Bewusstsein und alle möglichen anderen Leute, jeder mit einem Bewusstsein, sondern das, was durch die Augen guckt, ist alles dasselbe. Es guckt durch alle Augen dasselbe Sein, dasselbe Bewusstsein in die Welt und macht so, ja, dieses scheinbare Spiel. Und diejenigen, die sagen, es gibt da so, ne, gibt trotzdem irgendein Grin, ja. Also irgendein Grund oder irgendein Sinn, irgendein Grin. Ja, Grinsen gibt es auch. Also diejenigen, die denken oder sagen, es gibt dieses Spiel hat einen Sinn, können wir sagen, ja, das ist der einzige Sinn, das zu erkennen. Das zu erkennen, dass es eigentlich überhaupt nichts zu erkennen gibt. Weil um irgendetwas zu erkennen, braucht es schon wieder jemanden, der da ist. Und damit entsteht automatisch dieser Unfrieden. Und von daher passt dieses Bibelzitat, sei still und wisse, ich bin Gott, schon ganz gut zum Thema innerer Frieden. Weil das sei still, ist das Entscheidende. Wenn der Verstand keine Regung bringt, dann findet diese Identifikation keinen Halt irgendwo in den Gedanken. Und dann passiert einfach das, was passiert. Und das, was passiert, passiert ja noch nicht mal wirklich. Aber das machen wir im nächsten Video, so nach dem Motto, ne? Warum sagst du immer, es passiert nichts, es ist nichts? Das würde ja zu weit führen. Von daher, ja, wie immer, her mit euren Fragen, viel Freude mit der Angst und...